Wir schauen auf die Bahamas. Dort ist die Zahl der Toten durch Hurricane Dorian auf mindestens 7 gestiegen. Angesichts der massiven Zerstörungen gehen Hilfsorganisationen allerdings davon aus, dass in den kommenden Tagen noch viel mehr Tote und Verletzte unter den Trümmern gefunden werden. Auf den nördlichen Bahama-Inseln ist jedes zweite Haus zerstört. Ganze Regionen stehen unter Wasser. Dorian wurde mittlerweile in die Kategorie 2 heruntergestuft. Langsam zieht er nun weiter Richtung Norden. Ob er die Küste der USA noch mit voller Wucht treffen wird, ist unklar. Und für uns vor Ort in Florida, in Cocoa Beach, ist Steffen Schwarzkopf. Steffen, wir haben es gerade gehört, Dorian hat sich zwar abgeschwächt, allerdings wird er schon noch mit ziemlich großer Wucht wahrscheinlich auf die Küste treffen. Was erwartet ihr denn in Florida? Also hier in Florida, würde ich sagen, kommen die Menschen mit einem blauen Auge davon, weil er tatsächlich 50, 60 Kilometer von der Küste entfernt momentan entlang zieht mit ungefähr knapp 20 Kilometer pro Stunde. Nichtsdestotrotz heftige Regenfälle, heftige Böen, teilweise bis zu über 100 Stundenkilometer schnell, und Wasser, was eben reindrückt in den Küstenbereich. Gleichzeitig bereiten sich eben die Staaten auch weiter nördlich auf Dorian vor. Also das heißt Georgia, South Carolina, vor allem auch North Carolina, und die Gefahr dort besonders groß, weil dort die USA quasi dort einen Knick machen an der Küste. Dort könnte also Dorian dann tatsächlich noch als Kategorie 2 Hurricane auf Land treffen. Und die weitere Gefahr ist, North Carolina extrem flach, der Küstenbereich. Das heißt, das Wasser drückt da sehr, sehr schnell rein und Überflutungen könnten ein großes Problem werden. Tatsächlich haben wir allerdings auch gehört, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen aufklären, dass trotz dieser Gefahr relativ viele Menschen eigentlich aus ihren Häusern doch nicht heraus wollen. Genau das haben wir heute im Laufe des Tages erlebt, wenn wir weiter nach Norden gefahren sind, dass dort Einsatzkräfte unterwegs waren, Polizei unterwegs war, immer wieder die Menschen aufgefordert hat, gerade in diesen Evakuierungszonen, in denen wir uns jetzt gerade befinden, tatsächlich die Häuser zu verlassen. Aber wir haben immer wieder gesehen, viele Menschen halten sich ganz einfach nicht daran. Die Wellen wachsen, die Sturmböen kommen. Für viele ein Naturschauspiel, aber es ist ein gefährliches, ein unberechenbares Spektakel. Leute, kommt raus aus dem Wasser, warnt diese Rettungsschwimmerin. Der Sog zieht euch sonst raus. Doch die Neugier besiegt die Angst. Die Polizei patrouilliert in den Evakuierungsregionen an der Küste, doch manche ignorieren die Behördenanweisungen. Wir treffen Dragan Stepanovic. Er ist zum Urlaub hierher gekommen und den will er sich nicht nehmen lassen. Ja, ich bleibe hier noch 2 Wochen. Ja. Ich bin schon 1 Woche da. Und mir gefällt, ist sehr gut, nicht so schlimm. Ja. So, was ist passiert, kann man nichts dafür. Die Polizei hält das für Leichtsinn, ist aber machtlos. Andere sind auf Nummer sicher gegangen. Diana Coffin und Donna Elider sind ins Landesinnere geflohen, ausharren und abwarten. Diese Leute, die bleiben, machen mich wahnsinnig. Mein Neffe ist Polizist und sie setzen sein Leben aufs Spiel, wenn er sie dann retten muss. Du kannst nicht einfach solche Stürme aussitzen. Ich habe den fürchterlichen Hurricane Andrew 1992 erlebt. Ich war damals als Krankenschwester im Einsatz. Wir hatten viele Verletzte, viele Tote. Mitsamt ihren Eltern ist Donna in ein Motel gezogen. Ihre Haustiere hat sie mitgebracht. Und das ihr Wichtigste, Fotos und militärische Abzeichen ihres verstorbenen Mannes und die Flagge, die vor 3 Jahren seinen Sarg bedeckte. Steffen, wir sehen auch hinter dir schon wehende Palmen, extrem viel Regen. Es sieht ziemlich bedrohlich aus. Ihr seid jetzt auch direkt betroffen, seid noch vor Ort. Was glaubst du, wie lange kannst du deine Position überhaupt noch halten? Also tatsächlich ist es so, dass wir uns wie viele andere auch darauf vorbereitet haben. Das heißt, wir haben für das Auto beispielsweise, mit dem wir uns fortbewegen, zusätzlich Benzin in großen 8-Liter-Kanistern gekauft. Wir haben gleichzeitig Lebensmittel, haltbare, gekauft. Und das haben auch viele Menschen gemacht, die ins Landesinnere geflohen sind, weil man eben mit Stromausfällen rechnet und dementsprechend vorbereitet sein muss. Wasser, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was wir jetzt machen, ist
dem Hurrikan zu folgen, wenn er weiter nach Norden geht, dort, wo die Menschen jetzt hoffen, gleichzeitig aber auch bangen, dass es möglicherweise nicht so schlimm wird. Ich habe es gesagt, aber man fürchtet vor allem in Richtung North Carolina mit schweren Überschwemmungen, denn der Sturm, der Hurrikan, der wird die Kategorie 2 behalten. Das heißt, immer wieder Sturmspitzen mit mehr als 120, 130 Stundenkilometern und vor allem die Wassermassen, die Dorian mit sich führt. Steffen, vielen Dank für diese aktuellen Eindrücke und wir hoffen natürlich auch, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie erwartet. Dankeschön.